Herzlich willkommen auf der Saatworks und willkommen zum Unboxing der zweiten Hälfte der Serie Shiro Baku. Bleibt aber bis zum Ende dran, denn den Titel könnt ihr schon entnehmen. Diesmal gibt es wieder etwas für euch. Das Exemplar hier wurde mir freundlicherweise von KSM Anime zur Verfügung gestellt. Vielen herzlichen Dank dafür. Zu dem ersten Volume habe ich ja schon ein paar Worte in meinem Anime-Gesehen-Format gesagt. Link dazu packe ich mal mit in der Videobeschreibung und die ganzen vorangegangenen Unboxings findet ihr dort auch. Ja, fangen wir mal mit dem Volume 4 bzw. dem Volume 1 der Staffel 1.2 an. Das FSK-Logo ist noch aufgeklebt, kann man also ohne Probleme entfernen. Das Ganze kommt wieder nach schön Hochglanzoptik, wie für KSM mittlerweile typisch. Hier so eine große 2 drauf. Und darauf befinden sich die Episoden 13 bis 16. Ja, so geht das Ganze weiter. Als Extras sind dabei Trailer und Bildgalerie und Booklet Teil 2. Das Bildformat ist in 16 zu 9 Full HD. Der Ton ist sowohl im Deutsch als auch im Japanischen 2.0 und die Laufzeit beträgt circa 99 Minuten und Untertitel in Deutsch dürfen natürlich nicht fehlen. Und wie immer ist auf der Rückseite des Sammelschubes noch ein alternatives Bild mit drauf. Das fangen wir gleich mal noch ab. Mal sehen, was man da alles erkennt. Ich erkenne es jetzt nicht genau. Ihr könnt ja schon mal rätseln. Ja, Volume 1, komm heraus. Da haben wir es, beziehungsweise Volume 4 steht sogar extra drauf. Nochmal das gleiche wie schon auf dem Zettel dort. Aber hier drin, das haben wir ja noch nicht gesehen. Hier haben wir einmal die Disc. Neue KSM-Werbung, die überfliegen wir auch mal ganz fix. Mercury Drive, Digimon, also ist ja sogar Kinowerbung drin, ja. Und Token Rambo. Was ab April erscheint. Vielleicht haben sie das auf der Buchmesse ja schon mit dabei. Wobei April, das könnte vielleicht ein bisschen noch zu lange dann hin sein. Ja, gucken wir mal rein. Halte ich es richtig rum? Nein, so rum ist es richtig rum, glaube ich. Oder? Wir können ganz kurz gucken. Ja, doch so. Charakterinfos sind mit dabei, Zeichnungen, Skizzen und alles drum und dran. Das Ambiente wird auch gezeigt und Bilder des ganzen Teams sind mit dabei. So, zu guter Letzt bleibt dann noch das Wendecover zu zeigen. Upsala, das hebe ich nachher auf. Es ist unversehrt geblieben, so viel kann ich schon mal verraten. Und jetzt kommt etwas für euch. Damit ihr auch ihr die Möglichkeit habt, diesen schönen Anime zu sehen, hat mir KSM Anime freundlicherweise einmal das erste Volume zur Verfügung gestellt. Das könnt ihr gewinnen. Was müsst ihr dafür machen? Wie immer, oder wie die letzten Male zumindest, schreibt mir einen Kommentar in die Kommentarsektion, logischerweise. Aha. Und das Kommentar soll beinhalten, von welcher Serie ihr am meisten auf eine Fortsetzung hofft. In meinem Fall ist das zum Beispiel Angel Beats. Bei Betum würde ich auch gerne wissen, wie es weitergeht. So zum Beispiel. Also, ich bin mal gespannt, auf was für Serien ihr wartet. Laufen wird das Ganze 2 Wochen von heute an, also den Freitag in 2 Wochen, sagen wir mal 23:59 Uhr wird dann Schluss sein. Versand ist nur nach Deutschland. Gewinner, da muss ich dann, wie schon gesagt, wie schon bei den letzten Mal nach der Auslosung bei mir melden mit seiner Adresse, dass ich das dann losschicken kann. Und ja, das war's eigentlich auch schon dazu. Vielen Dank an KSM Anime für das Bereitstellen des zweiten Volumes und des ersten Volumes. Das ist wirklich cool von euch. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ciao und bis zum nächsten Mal.